Rauf auf den Turm und rein ins kühle Nass. Ins Wasser springen macht jedem Spaß, aber ganz ehrlich, bei über 30 Grad im Schatten im Neoprenanzug? Ja, Konstantin springt hier im Sindelfinger Freibad nicht nur zum Spaß, er trainiert für seine erste Splashdiving-WM, früher bekannt als Arschbomben-Weltmeisterschaft. Der schwierigste Sprung ist da oben Elvis. Da spreizt man seine Beine und streckt sie in Richtung Luft und dabei fasst man mit den Händen auch die Beine an. Aber den können nur sehr wenige, also das Brett gibt sehr viele Punkte, also machen hauptsächlich alle nur das Brett oder das offene Brett. Das Brett heißt quasi im Sitzen mit ausgestreckten Beinen aufs Wasser klatschen. Da braucht man den Neoprenanzug, damit die Haut nicht reißt und ziemlich viel Mut, das auch aus großer Höhe durchzuziehen. Überhaupt, WM-Teilnahme, wie aufgeregt ist man da ein paar Tage vorher? Ist für mich eine Ehre, dabei zu sein, weil da kommt auch Reinhard Riede, dreifacher Weltmeister, und sieht man selten und man guckt auch seine Videos an und ist man sehr aufgeregt. Am Freitagabend dann Warm-up. Die Athleten trudeln langsam ein, das Becken ist abgesperrt, hinter dem Turm werden mit einem Trampolin Sprünge geübt. Konstantin hat sich für fast alle Wettbewerbe angemeldet, auch wenn er seine Chancen durchaus realistisch einschätzt. Also ich erwarte jetzt nicht so viel, weil ich weiß, da gibt es sehr viele Gute. Und in der Nationalmannschaft, wenn man sich da einmal umguckt, ist schon schwer, da was zu gewinnen. Aber für den Spaßfaktor lohnt sich's einfach immer. Und es geht auch um die Aufnahme in die Nationalmannschaft. Bereits zum 5. Mal wird die WM in Sindelfingen ausgetragen. Hier, sagt der Veranstalter und Bundestrainer, sind die Bedingungen einfach optimal. Wir haben mit dem Sindelfinger Freibad eines der besten Bäder in Deutschland, die zum einen so eine herrliche Anlage haben, aber zum anderen eben ideale Bedingungen für einen hochkarätigen Wettkampf bietet. Ja, zunächst mal ein 10-Meter-Turm, dann haben wir eine Zuschauertribüne, die mit da ist. Ideale Bedingungen für High-Diving-Show. Ja, wir können Kräne relativ nah an das Becken ranfahren. Das Einzige, was nicht ganz mitspielt, ist das Wetter. Am Samstag wird ein Wettbewerb vorzeitig abgebrochen wegen eines Blitzschlags in der Nähe. Und am Sonntag bleibt die Zuschauertribüne ziemlich leer. Es ist einfach zu kühl. Die Sportler sind trotzdem mit Begeisterung dabei, auch das große Vorbild von Konstantin. Ins Finale am Sonntag hat es Konstantin selbst diesmal nicht geschafft, aber er ist im Team. Sein Fazit nach dem Wochenende: Die WM war klasse und auch die ganzen Contests und so. Vor allem der Best Trick Contest, da habe ich auch selber mitgemacht und habe auch sehr viele Sprünge neu gemacht und neu dazugelernt und das hat mir sehr geholfen. Also die WM war für mich super. Die nächste Gelegenheit kommt bestimmt. Und bis dahin macht auch das Springen ohne Wettbewerb weiter Spaß.